Willkommen zum Livestream des SK Buntigammer Sturm Graz, Teil 3. Mittlerweile ein bisschen ruhiger, weil wir uns von der Fanzone hierher direkt vor dem Spielereingang eingefunden haben. Bei mir stehen die zwei, die für die Kommunikation des SK Sturm stehen. Zum einen Leitung Kommunikation Matthias Sommer. Servus Matthias. Servus. Und unser Pressesprecher Stefan Haller. Hallo Seidi. Wie geht's euch Jungs, so kurz vorher? Wie ist die Stimmung? Jetzt wart ihr ja auch gestern schon mit der Mannschaft mit. Wie ist so die Stimmung? Ja, also die Spannung steigt von Minute zu Minute. Es ist unglaublich einfach, wir haben jetzt beide Fanlager schon gesehen und wir freuen uns alle riesig auf die Partie einfach. Du warst noch in den letzten Zügen natürlich immer wieder mit dem Trainerteam in der Rücksprache. Stefan, wie schaut es aus? Wie schaut es beim Coach Christian Ilzer bei seinem Trainerteam aus? Wie sind die drauf? Ich glaube, bei denen ist das so wie bei uns allen. Es freut sich jeder, dass es endlich losgeht. Die Spannung steigt. Alle haben hingearbeitet jetzt die letzten Tage. Egal, ob das die Mannschaft, die Trainer, die Kommunikationsabteilung, alle im Verein. Und wir sind einfach scharf drauf, dass es losgeht. 20.30 Uhr ist Spielbeginn live in ORF1. Natürlich auch das Ganze im Live-Ticker bei den unterschiedlichsten Plattformen des SK Buntigammer Sturm Graz. Wir warten jetzt wirklich gerade auf die Mannschaftsankunft. Denn in den nächsten Sekunden sollte eigentlich auch die Mannschaft kommen. Im Hintergrund gehen die grünen Fans rauf. Wenn wir vielleicht einmal kurz rüberschwenken, dort die Fans des SK Sturm auf die Tribüne, die Games ist schon richtig. Und jetzt kommt auch dort, auch von dieser Seite, der Sturmbus. Gut, dass wir das wissen, sehr gut. Sturmbus kommt in dem Fall perfekt rüber und damit warten wir auf die Bilder der Mannschaft, die jetzt gleich hier aussteigen, die schon mega motiviert sind, die in den letzten Minuten und Stunden noch eingestimmt worden sind. Diese Bilder, die haben wir jetzt für euch live hier auf YouTube, Instagram und Facebook. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook zum Beispiel Fotos schicken, wo ihr gerade zuschaut. Auf Instagram zum Beispiel ist die Lena mit dabei, die Christina, die Vanya, Emanuel, alle mit dabei. Sehr gut, könnt ihr euch grüßen, da kommt er, der Sturmbus. In Kürze natürlich auch gleich ein Interview mit Andreas Schicker, unserem sportlichen Geschäftsführer. Vorne links Beifahrer Martin Early Ehrenreich, die Legende. Und gleich steigen sie aus, die Jungs des SK Buntigammer Sturm Graz. Die Ankunft hier live vor dem Wörthersee-Stadion. 30.000 Fans heute, ausverkauftes Haus. Aufwärmen, gut so 19:35 Uhr. Dann gibt es kurz vor dem Match noch eine Eröffnungsfeier und dann ab 20.30 Uhr Vollgas für unsere Mannschaft. Ich hoffe, wenn ihr daheim seid, leider kein Tickets bekommen habt, bitte Daumen drücken. Und alle, die jetzt gerade live vielleicht zuschauen auf Instagram, Facebook oder YouTube, die gerade noch hier im Stadion sind, die müssen dann Vollgas geben. Wir freuen uns schon drauf. Jetzt geht's los. Yusuf Gazibegovic ist der Erste, der hier aussteigt und sich in die Kabine begibt. Jörg Siebenhandel. Einfach jetzt mal genießen. Da sind die Jungs des SK Buntigammer Sturm Graz. Auch die Kaderspieler sind hier. Moritz Wells, Sandro Schendl und Co. Alexander Brass, der da ist bei uns. William Böwing, auch der Präsident ist da, Tommy Horvath, viele, die heute bei uns hier da sind und Gas geben werden. Kapitän Stefan Hirländer, der letzte Torschütze im Finale. Niki Geierhofer. Und sie, Gregi Wüttrich, Tobias Schützenauer, die Legende, da lacht er. Ein Traum. Auch die Fahrt jetzt hierher, viele Fans haben sie gesehen, sind mit dem Sturmbus durch die Fanmeile gefahren, wo Tausende noch zugejubelt haben, die letzten Minuten, die man dann noch aufsaugt. Brian Teixeira, Otta Kitaschwili, die Stars des SK Sturm sind da und bereit fürs Cupfinale.
Coach Christian Ilzer heute im Anzug. Und der sportliche Geschäftsführer Andi Schicker ist da. Mit ihm werden wir auch gleich ein Interview machen. Danach direkt in den Katakomben dann, wo wir es ein bisschen ruhiger haben. Arthur Konko, Emanuel Mega, sie alle sind ready für diesen Cupfight gegen Rapid. Und in dem Fall nehmen wir jetzt gleich unseren sportlichen Geschäftsführer Andi Schicker mit hier in den Livestream. Andi, schön, dass ihr da seid. Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Sehr gut, es hat heute alles optimal funktioniert. Normale Matchvorbereitung, ich denke, die Spieler sind sehr fokussiert. Der Trainer hat noch versucht, jetzt auch eine gewisse Lockerheit bei der Spielerbesprechung reinzubekommen. Und ja, ich freue mich. Ja, knapp in eineinhalb Stunden geht's los, ich freue mich schon drauf. Für viele ist es das erste Cup-Finale, für viele geht es zum ersten Mal um einen Titel. Wie schaut es da um das Nervenkostüm der Spielerinnen und Spieler aus? Ja, ich glaube, das ist jetzt im Vorhinein schwieriger zu beantworten, aber wir haben schon andere große Spiele gehabt heuer in der Saison und die Mannschaft war sehr oft am Punkt da und wir haben, denke ich, auch sehr viele erfahrene Spieler drin und ja, da mache ich mir keine Sorgen, dass das irgendwie ja, dass das in eine falsche Richtung geht. Wie geht es dir persönlich? Wie schaut es mit deinem Nervenkostüm aus? Gut, gut, noch gut. Ich bin entspannt noch. Ja, freue mich richtig auf das Spiel und ich finde einfach ja, Klagenfurt, wenn man dort schaut, auch, was sie da schon am Tag abgespielt hat, jetzt mit dem Bus herfahren durch das Sturmdorf, wenn ich das so sagen kann, großartig. Ich finde, es gibt keinen besseren Ort wie Klagenfurt und ich freue mich wirklich drauf, weil ja, die zwei größten Fußballvereine jetzt auch von der Fanbasis her aufeinandertreffen und das ist, glaube ich, absolut top für den österreichischen Fußball. Wir freuen uns drauf. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Fans. Heute 90 Minuten Gas geben. Ich hoffe, dass wir es in 90 Minuten schaffen und sonst 120. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft alles reinhauen wird und auf die Schwarzen. Gehen wir es an. Wir hören uns dann in wenigen Minuten wieder dann mit den Legenden, mit den Sturmlegenden. Mario Haas, Christian Schulz und Co. Einfach bei uns dranbleiben. Bis später. We'll be right back.